Auf den ersten Blick wirkt Tokio, in deren Großraum ca. 35 Millionen Menschen leben, wie eine einzige Stadtwüste. So gewaltig erscheint sie dem Betrachter. Wer einmal quer durch die Stadt fahren will, muss fast 100 Kilometer zurücklegen. Aber nur so können die Unterschiede der einzelnen Stadtteile wahrgenommen werden. Im Ginza-Viertel, dem edlen und teuren Stadtteil Tokios, befindet sich auch das Kabuki-Theater. Asakusa versetzt den Besucher mit seinen traditionellen Kunsthandwerksläden und Imbissbuden in der Nakamise Street zurück in ein Tokio vergangener Zeiten. Der 1872 als erster öffentlicher Park Japans eröffnete Ueno Park ist das grüne Zentrum Tokios. Das bedeutendste Kommerz- und Verwaltungszentrum Japans mit dem zweitgrößten Wolkenkratzerviertel des Landes befindet sich im Shinjuku-Viertel. Wer an der Shibuya-Station den Hachiko-Ausgang benutzt, steht bereits auf dem Vorplatz zu der Kreuzung, an der die berühmten Bilder von Tokio entstehen. Shibuya ist das trendsetzende Modeviertel. Hier treffen sich vor allem die modebewussten Teenager. Durch das größte Schreintor des Landes betritt man den heute öffentlichen großen Yoyogi-Park. Er liegt ebenfalls im Shibuya-Viertel und beherbergt einen Shinto-Schrein. Die seitlich aufgestapelten Sake-Fässer wurden dem Schrein gespendet. Das nationale Shinto-Heiligtum, der Meishi Chinju, war einst der Familienschrein des Meishi Tenno und seiner Frau. Die weithin sichtbaren Gebäude von Asahi Bier fallen durch ihre besondere bauliche Gestaltung auf. Die auf dem schwarzen Gebäude liegende goldene Flamme ist 300 Tonnen schwer. Die
Die Bootsanlegestelle für den Wasserbus befindet sich neben den Türmen der Asahi-Brauerei. Der Tokyo Sky Tree ist mit seinen 634 Metern der höchste freistehende Fernsehturm der Welt und das neue Wahrzeichen der Stadt. Bei der Fahrt auf dem Sumida-Fluss bieten sich einige schöne Ausblicke auf Tokio. In nur 40 Minuten erreicht man mit dem Boot den Hamarikyō-Garten. Der Park stammt aus der Edo-Zeit und wurde mit Bedacht direkt an der Tokio-Bucht angelegt. Die Deiche wurden mit der Bucht verbunden und nehmen so an Ebbe und Flut teil. Durch den Gezeitenwechsel bedingt bietet sich dem Spaziergänger immer wieder ein neues Bild. Odaiba ist mit der vollautomatischen Bahnlinie Yurikamome, was Lachmöwe bedeutet, über die Rainbow Bridge erreichbar. Odaiba ist das Hightech-Unterhaltungsviertel, das auf einer künstlichen Insel in der Bucht von Tokio errichtet wurde.
In Odaiba ist der Übergang von futuristischer Architektur, Kitsch und Romantik fließend. Wen wundert es dann noch, dass man an der Promenade auf die Freiheitsstatue trifft? Es soll sich hierbei um eine Leihgabe aus Frankreich und um das originale Vorbild der New Yorker Freiheitsstatue handeln. Der älteste Zen-Tempel Japans ist der Engakuchi. Er wurde in einer hügeligen Landschaft errichtet, um den Mönchen die nötige Abgeschiedenheit zur Meditation zu bieten. Die zweitgrößte Buddha-Statue in Japan ist der Daibatsu von Kamakura. Sie ist 13,3 Meter hoch und geschätzte 93 Tonnen schwer. Die Bronzestatue stammt aus dem Jahr 1252 und stand ursprünglich in der großen Halle eines Tempels, der jedoch schon im gleichen Jahrhundert durch einen Tsunami zerstört wurde. Der Hakone-Nationalpark liegt 80 Kilometer westlich von Tokio und ist das Naherholungsgebiet der Hauptstädte. Aber leider ist das Wetter hier sehr unbeständig. Es ist oft nebelverhangen und auch sehr stürmisch. Bei klarem Wetter hat man jedoch die Möglichkeit, bei einer Bootsfahrt den Fuji in seiner ganzen Pracht zu sehen. Die Burg Kanazawa mit ihrer schönen Parkanlage liegt mitten in der Stadt. Von der 1881 größtenteils zerstörten Burg wurden 1998 einige Anlagen aufwendig restauriert bzw. wieder aufgebaut. Da Kanazawa im Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont blieb, sind im Nagamachi-Wohnviertel die alten Samurai-Häuser noch gut erhalten.
Der kunstvoll angelegte Kenrokuen-Garten stammt aus dem 17. Jahrhundert und gehörte ursprünglich als äußerer Garten zur Schlossanlage.